Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Deutschland-Karrieremodus. Heute mal ausnahmsweise Deutschland. Wir werden gegen Russland spielen. Ich weiß nicht, ob wir das spielen sollen. Ich glaube, ganz ehrlich, wir werden größtenteils die Spiele simulieren. Ich weiß nicht, ob das... Nee, brauchen wir das unbedingt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, unser Vorgänger hat die Mannschaft schon mal aufgestellt, beziehungsweise berufen. Ich denke mal, dass wir unsere Jungs natürlich spielen lassen werden. Gündogan, oh, Gündogan neben Kroos. Ja, vielleicht auch Özil lassen. Bin mir nicht sicher. Götze, keine Ahnung. Wir werden unsere Spieler wahrscheinlich ein bisschen pushen. Das heißt, Vorland nehmen wir erstmal raus hier. Und dafür kann dann Götze spielen, ganz ehrlich. Da haben wir Götze vorne, Özil, Reus, Kroos, Gündogan, Müller. Ja gut, ganz ehrlich, Boateng und Hummels schmeißt man nicht raus. Die schmeißt man nicht raus. Schmelle, na, da lasse ich lieber Jonas Hector spielen. Neuer im Tor, das passt auch. Leno hat mittlerweile eine 88, das ist ja super krank. Und ich denke mal, Süle packen wir auf die Bank und dann sind wir auch durch. Wir werden es nicht spielen, wir werden es einfach simulieren. Also, wir bleiben weiterhin beim BVB-Karrieremodus und dann bei der Weltmeisterschaft. Ich denke mal, es sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Wir sind in der Tabelle 18 Punkte, 8 Spiele. Wir sind eigentlich durch. Wir sind eigentlich qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Und die Weltmeisterschaft werden wir dann definitiv spielen. Also, jetzt habe ich mich entschieden. Wir werden auf jeden Fall die Spiele simulieren, die ein bisschen uninteressanter sind. Und dann uns weiter auf den BVB konzentrieren bis zur Weltmeisterschaft und dann werden wir sehen, was da passiert. So, wie sieht's aus mit unserer Mannschaft? Smolnikov und Glushakov haben schon zwei gelbe Karten kassiert. Samedov mit einem verschossenen Elfmeter. Draxler kommt für Özil. Bisher noch nicht wirklich was Weltbewegendes passiert. 60 Minuten. Volland kommt für Götze. Reus macht das 1:0. Siehste, unsere Einwechslung in die Startelf, macht das entscheidende Tor und damit gewinnen wir auch das Spiel und damit sind wir auf jeden Fall durch. Wir sind auf jeden Fall qualifiziert. Danach gegen Portugal. Portugal ist aktuell auf dem 4. Platz. Leck mich fett. Oh, warte mal, wir sollten noch trainieren. Trainieren sollten wir auf jeden Fall. Pulisic und Mohr. Ja, die anderen sind natürlich auf mit der Nationalmannschaft unterwegs. Können wir dann irgendwie trainieren? Burnic, Merino könnten wir machen. Ja, wir könnten die Neuen machen. Riedewald, natürlich. Und Stark können wir auch machen. Ich hoffe mal, dass sich Stark gut entwickelt. Vielleicht ist es ein Fehleinkauf, das kann natürlich sein, aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ansonsten Außenverteidiger, haben wir da irgendwelche? Passler müssten wir auch mehr trainieren eigentlich, ne? Das wäre jetzt eigentlich die Chance. So, dann gucken wir mal. Aber warum kann ich denn... Achso, Horn kann ich nicht trainieren. Der war nur vorne auf dem Dings. So, mal schauen. Hat sich irgendwer entwickelt? Mohr hat sich entwickelt. Hat sich auf die 76 gepusht. Das ist natürlich sehr geil. Also, auch da haben wir schon mal den ersten Erfolg gefeiert. Und ja, jetzt gucken wir mal. Portugal ist der nächste Gegner. Naja, also ich weiß nicht. Das ist nicht so recht. Komm, wir lassen das die Mannschaft genauso wie im letzten Spiel. Wir haben 21 Punkte. Wir müssen jetzt gegen Portugal ran. Ich weiß nicht, ob Cristiano Ronaldo noch bei Portugal spielt. Ja, Ronaldo ist noch dabei. Pepe, Semedo, Cancelo, Patricio. Ja, keine so schlechte Mannschaft eigentlich, ne? Eder vorne. Naja, aber 40 Minuten bisher gewesen. Nichts passiert, nicht mehr eine gelbe Karte. Guerreiro macht das 1:0 für Portugal. Damit eventuell die erste Niederlage schon mal für uns. Draxler kommt für Kroos, Schüle für Özil. Ah, es sieht nach der ersten Niederlage aus. Silva mit dem 2:0. Ja, hätten wir das mal doch gespielt. Und zack, haben wir verloren. Tja, wie gewonnen, so zerronnen. Das erste Spiel gegen Russland haben wir locker gewonnen. Und jetzt ja, verlieren wir leider gegen Portugal. Das ist natürlich richtig bitter. Schade, aber naja, scheiß drauf. Wirklich drauf geschissen. So, das nächste Spiel wird gegen Hoffenheim sein. Das werden wir natürlich in dieser Folge machen. Scout-Abschlussbericht über Doucouré. Das gucken wir uns mal an. Ich bin mal gespannt, ob der irgendwie was kann. Hat eine 66er Stärke. Der hätte uns wahrscheinlich sowieso nicht geholfen. Soll aber ein Riesentalent sein. Also von daher weiß ich nicht. Christian Pulisic, ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ja, gucken wir mal. Wir gucken mal, wie fit unsere Jungs sind. Ja, auch die Nationalspieler sind eigentlich fit. Ja, es sieht schlecht aus, lieber Freund. Es sieht leider schlecht aus. Wir packen mal
Jalanolu natürlich auf die Bank. Für Schmelzer werden wir einen linken Verteidiger einwechseln, ich weiß nicht so recht. Und Christensen werden wir auch reinnehmen, der hat eine 80 mittlerweile. Den nehmen wir für Weidenfeller. Also einen Innenverteidiger einwechseln, das passiert häufiger mal als irgendwie einen linken Verteidiger oder so. Und ich denke mal, unser Team ist auf jeden Fall schon mal fix. Dembele hat mir im letzten Spiel definitiv ganz gut gefallen. Und dann werden wir mal gucken, wie wir dann wechseln. In diesem Spiel wird auf jeden Fall gewechselt im Vergleich zum Bayern-Spiel. Und wir spielen gegen Hoffenheim zu Hause. Ich bin gespannt, wie es wird. Und wir sehen uns im Stadion. Willkommen in Dortmund im Signal Iduna Park im Westfalenstadion zum Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Der zweite Bundesligaspieltag, ja, nachdem wir gegen die Bayern gewonnen haben, geht es jetzt endlich wieder zu Hause ran. Und das gegen Hoffenheim. Kein schlechtes Team, was Hoffenheim hat, aber auch ein schlagbares Team für uns. Vor allem, wenn wir Meister werden wollen, dann müssen wir auf jeden Fall auch Hoffenheim schlagen. Ganz klare Sache. Aber das Spiel muss erstmal gespielt werden. Das ist auch ganz klar. Bin gespannt, wie Hoffenheim denn so auftritt, mit welcher Startelf. Ich habe schon gesehen, Cristoforo ist eine Neuverpflichtung. Und ja, Marco Reus, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Marco Reus ist der Man von uns im Moment. Trifft auf jeden Fall mehr als Aubameyang aktuell. Ich weiß nicht, ob das so bleibt die ganze Saison. Ich meine, Aubameyang, der ist halt unser Star, ne? Unser Stürmerstar. So, und das ist unsere Mannschaft. Ich habe schon wieder die Scheißnummer nicht gewechselt von Horn. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ansonsten, ja, die Mannschaft kennt ihr definitiv. John Guerrero links, Mustafi, Süle, Piszczek, Castro, Weigel, Götze, Reus, Dembele, Aubameyang und Horn im Tor. So, ich bin aber ganz besonders aufgeregt, was denn Hoffenheim so gemacht hat in den Transfers. Also, Sebastian Cristoforo, ich glaube, Sebastian heißt er mit Vornamen, ist zu Hoffenheim gewechselt. Ist auch ein ganz gutes Talent, muss man sagen. Sané spielt Hübner, Toljan, Cristoforo, Neves, Demir Bay, Terrazzino, Uth und Rupp. Okay, Baumann im Tor. Naja gut, meinetwegen. Juli, wir spielen und haben Anstoß. Der zweite Bundesliga-Spieltag startet jetzt. Und ja, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen natürlich das Spiel gegen die Bayern nochmal da auf jeden Fall so ein Krönchen draufsetzen. Oh, starker Ball. Und Dembele schon mit der ersten Chance. Baumann hält. Stark. Und jetzt Castro vielleicht mit der Flanke. Die Flanke kommt sogar. Dembele kommt sogar dran. Und Sané klärt erstmal. Dürfte Salif Sané sein. Aubameyang, sehr schön. Und wieder Sané. Stark auf jeden Fall, wie er das spielt. Und wieder Dortmund. Wieder über Aubameyang, wieder über Reus. Reus auf Aubameyang, der schießt, aber nix. Sané ist wieder da. Also, Dortmund bisher drückend überlegen. Ob das so bleibt, ist fraglich. Aber das ist schon mal ziemlich gut, was wir hier machen. Sehr schöner Ball auf Weigel. Und der wird wieder geblockt. Ah, Mann, Mann, Mann. Und wir klären. Ohne große Probleme. Aubameyang auf Dembele jetzt. Ah, da ist alles so eng. Und wieder Sané. Also der macht wirklich gerade eine Top-Partie. Der ist ja überall, der Junge. Ihr kennt es ja aus dem Karrieremodus vom 1. FC Köln, wie stark der ist. Ich finde den super stark. Wirklich. Hat vielleicht nicht die krasse Gesamtbewertung oder so, aber der ist überall, auch beim Kölner Karrieremodus, wo wir ihn selber verpflichtet haben. Und schlecht dabei. Jetzt kann natürlich Dortmund kontern über Weigel. Reus auf Weigel, wieder Reus. Und der nimmt leider den Ball an. Ich wollte eigentlich schießen, aber der hat sich den Ball dann irgendwie vorgelegt. Ärgerlich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Hoffenheim durch ein Glückstor irgendwie was reißen kann. Jetzt vielleicht über... Nee. Einwurf für Hoffenheim. Vielleicht kommt das Glückstor jetzt für Hoffenheim. Also ich habe echt das Gefühl, dass Hoffenheim über ein Glückstor irgendwie was reißen kann. Wir versuchen die ganze Zeit, wir rennen die ganze Zeit an. Und dann macht Hoffenheim das Ding wahrscheinlich. Ah! Dembele, sehr schön. Ah, und der Schuss war scheiße. Der war richtig scheiße. Ich wollte eigentlich einen Steilpass innen reinziehen.
Hab aus Versehen dann auf den Schussknopf gedrückt. Das ist natürlich ärgerlich. Aber es war eine Chance. Es war immerhin eine Chance. So, 33 Minuten gespielt. Es ist eine harte Partie gegen Hoffenheim, muss man sagen. Die Verteidigung bei Hoffenheim sitzt. Die sitzt sehr gut. Aber bisher passen wir in der Verteidigung ganz gut auf. Also es ist bisher ein hartes Unentschieden. Reus, komplett frei. Macht das jetzt rein, das ist es. Marco Reus mit dem 1:0 für Borussia Dortmund. Es wurde auch langsam Zeit. Und es hat bis zur 41. Minute gedauert, bis das Ding drin ist. Mann. Was ein hartes Match. Die Defensive von Hoffenheim. Sehr stark. Wirklich sehr stark. Aber da haben sie dann mal nicht aufgepasst. Daneben ein bisschen zu weit vorgerückt. Und ja, Reus macht das Ding. Also, damit führen wir 1:0. Das ist doch schon mal wichtig. Wichtig für uns. Aber das müssen wir auch halten. Vielleicht sogar noch nachlegen. Ich meine, bisher sieht alles ganz gut aus. Gut. Toljan. Wir passen in der Verteidigung hervorragend auf eigentlich. Also das vermeintliche Glückstor, was Hoffenheim schießen kann, das sehe ich aktuell noch nicht. Aber naja, es wäre kein Glückstor, wenn es nicht irgendwie überraschend kommen würde. Und dafür hat Hoffenheim eigentlich die Spieler. Also so schlecht sind die nicht. Vor allem mit den schnellen Außen ist das schon manchmal sehr gefährlich. 1:0 für Borussia Dortmund in einer sehr, sehr schwierigen Partie, weil Hoffenheim ja defensiv sehr stark agiert, sehr stark ist. Sehr schwer zu knacken, definitiv. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie versuchen, da noch ein bisschen besser zu werden, damit wir unsere Chancen kreieren können. Denn Chancen sind aktuell eher Mangelware, weil wir echt so, der letzte Pass, der wird immer weggerupft von den Hoffenheimer Verteidigern. Aber was sollen wir da groß sagen? Es ist ja bei uns nicht anders. Oh, schöner Einwurf. Rupp mit dem Schuss, aber Horn ist da. Horn bisher noch kein Gegentor in der Bundesliga. Das darf auch gerne so bleiben. Cristoforo wieder auf Sebastian Cristoforo. Auch wieder auf... Oh! Auf den linken Flügel. Und die Chance, die war... Da war das vermeintliche Glückstor fast drin. Also, das hätte wirklich was werden können. Oh. Anscheinend ist Castro verletzt. Wurde weggerupft von einem Hoffenheimer. Und ich denke mal, es darf jetzt mal einen Neuzugang ran. Hakan Çalhanoğlu wird jetzt am Start sein, wird jetzt spielen für Castro. Ich denke mal, das ist eine gute Wahl. Wir werden ihn auch direkt benutzen zum Freistoß, denke ich. Hat ja einen guten Freistoßwert. Mal gucken, was er daraus macht. Ah! Ja, war relativ eng sogar. War sogar relativ eng. Wir werden uns das nochmal ansehen. Ja, man sieht es eigentlich schon im Ansatz, dass er vorbeigeht. Ja. Aber als erste Chance ist das sogar nicht mal so verkehrt. Für den lieben Hakan. Weigel, sehr stark. Reus nochmal auf Weigel. Ah! Ja, Weigel kämpft da natürlich auch. Und da ist ein Hoffenheimer verletzt. Direkt an der gleichen Stelle wie der verletzte Castro. Und jetzt wird auch gepfiffen. Anscheinend geht es da nicht weiter. Für wen? Ich weiß es nicht, für wen. Kaderabek? Ich habe keine Ahnung. Ja. Fabian Scher kommt jetzt für ihn. Und Schiedsrichter bei. Naja, gut, meinetwegen. So, schön von Hakan. Ich nenne ihn am besten immer Hakan. Weil die ganze Zeit zu sagen, ist irgendwie echt heftig. Aubameyang. Ah. Und Hakan. Sehr schön. Oh, starker Ball. Aber Reus, ich glaube, da war sogar noch ein Hoffenheimer dran, der den Ball geblockt hat. Sonst wäre es ein richtig geiler Pass geworden. So, Weigel. Sehr schön, auf Dembele. Ah, Dembele, lauf doch! Çalhanoğlu. Oh, Çalhanoğlu, der schießt! Ah, schade. Schade. Gute Chance für ihn, aber leider auch der Ball hier geblockt. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie auf ihn zu spielen. Ich habe irgendwie Bock auf ihn gerade. Ich habe keine Ahnung, warum. Und es steht immer noch 1:0. Also es heißt, immer noch
ein bisschen zittern. Denn Hoffenheim ist gar nicht so schlecht. Aber die Offensivaktion von ihnen, ach, das geht so eher. Wir müssen da wirklich gut aufpassen, dass da jetzt wirklich kein Glückstor kommt. Wie zum Beispiel sowas. Sowas wäre gefährlich geworden. Sehr stark von Çalhanoğlu. Auf Dembele. Ach, abseits. Das ist abseits. Das ist leider abseits. Sonst wäre es super gewesen. Aber der erste Ball hätte eigentlich schon durchkommen müssen. Der erste Pass. Das wäre dann sehr stark rausgespielt worden. Oh, jetzt die Chance für Sané. Horn. Und er rettet. Timo Horn. Jetzt musste er sich auszeichnen. Sonst wäre es hier ganz schnell ein 1-1 gewesen. Und das meinte ich mit den Glücksdingern. Das darf natürlich nicht passieren. Teuern. Scheer. Oh. Das war knapp. Und jetzt Dortmund. Wir werden jetzt auch wechseln. Götze ist schon ziemlich platt. Ich denke mal, dass es sich die Jungs verdient haben. Ich denke mal, Emre Can werden wir jetzt reinnehmen und Carrasco wird für Reus kommen. Dann hätten wir jetzt dreimal gewechselt. Naja, nicht ganz prall, wie ich eigentlich wechseln wollte, aber es geht, glaube ich. Oh, starker Ball. Und Piszczek, wichtig. Das war wichtig. Aubameyang. So, jetzt vielleicht der gute Ball auf Dembele. Sehr schöner Ball auf Dembele sogar. Dembele. Es hat immer noch Kraft. Oh, aber der Pass war schwierig. Und immer noch kein Wechsel hier. Ja. Da war ich ein bisschen zu optimistisch mit Marco Reus. Mal gucken, was der Schiedsrichter sagt. Ich hoffe, das wird keine rote Karte. Nee, es wird eine gelbe. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So, die Neuen sind auch drin. Carrasco ist jetzt drin. Oh! Nein! Das ist das, was ich erwartet habe. Der Glückstreffer für Hoffenheim. Oh mein Gott. Hier der Freistoß. Gut. Kann eigentlich gar nichts machen. Und ach, der Ball wurde so abgefälscht von Süle, dass der im Tor landet. Das ist das 1:1. Das ist natürlich ein ärgerliches Ding. Wir haben so viele Chancen gehabt, hier irgendwie die Führung auszubauen. Und wir nutzen sie einfach nicht. Und dann kommt das Glückstor von Hoffenheim. Und jetzt müssen wir wieder Gas geben. Es sind nur noch 4 Minuten zu spielen. 4 Minuten Nachspielzeit. Carrasco. Oh, Dembele setzt sich durch. Oh, und Hübner. Das meine ich mit der Verteidigung. Sehr, sehr stark verteidigt immer von Hoffenheim. Die sind super in der Verteidigung. Und Carrasco setzt sich gegen Scher nicht durch. Jetzt kann der Ball nochmal nach vorne für Hoffenheim. Rupp setzt sich gegen Mustafi durch. Stark gespielt und Emre Can. So, jetzt nochmal der Angriff. Nein, wir spielen nur 1:1. Das ist ja, wow. Das ganze Spiel haben wir dominiert. Wir haben das ganze Spiel dominiert. Ja, nur die Chancen sind nicht bei rausgekommen. Und dann macht Hoffenheim doch den Glückstreffer, von dem ich das ganze Spiel über erzählt habe und geredet habe. Dass ich irgendwie, ich hatte es wahrscheinlich schon im Gefühl, dass das passieren wird. Tja, 1:1. Damit haben wir echt ein bisschen verkackt, leider. Und haben das erste Unentschieden, das erste Gegentor in der Saison für Timo Horn. Und es war irgendwie abzusehen. Wir machen das Ding nicht rein. Hoffenheim verteidigt die ganze Zeit extrem perfekt. Und dann kommt dann sowas bei raus. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Aber wir können es jetzt letztendlich auch nicht mehr ändern. Jetzt müssen wir damit leben. Und ich meine, es macht ja auch den Reiz der Bundesliga aus. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Also von daher alles gut. Castro wird für 4 Wochen ausfallen, das ist natürlich bitter, aber wir haben ja einen Ersatz eingekauft, also von daher ist es nicht so wild. Elvedi Scouting-Bericht und Dragovic Scout-Bericht brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, das erste Spiel in der Champions League wird dann auch jetzt bald für uns dabei sein. ZSKA Moskau heißt der Gegner. Wir können generell mal schauen, gegen wen wir alles so antreten müssen in der Champions League. Also, Ousmane Dembele ist zufrieden, Pulisic ist enttäuscht. Na, Pulisic, du wirst noch häufiger spielen, glaub mir. Glaub mir. Wir werden dich häufiger einsetzen, keine Frage. Na, das ist natürlich richtig bitter. Das ist natürlich richtig bitter. Castro verletzt.
wir machen das 1:1, das 2:0 nicht ärgerlich. So, Castro wird erstmal auf die Bank kommen und dann, ich denke mal, Merino wird auf die Bank kommen und ja, schauen wir mal, wie wir es am besten einstellen. Wir haben jetzt so viele Spieler, wir haben wenig ausgeliehen oder verliehen gekriegt, das ist richtig scheiße. Naja, wir gucken aber erstmal auf die Tabelle, gegen wen wir denn alles so spielen müssen in der Champions League. Wie sieht unsere Gruppe aus? Wir gucken auch grundsätzlich mal auf die Gruppen. Das ist, glaube ich, auch interessant. Dortmund, Atletico Madrid, ZSKA Moskau, RB Salzburg. Okay, das sind doch schon mal ganz ordentliche Mannschaften. Und irgendwie ist hängt mein Ding hier. Habe ich das gesagt, dass mein Ding hängt? Naja, ich werde alt, ne? Also, irgendwie hängt es hier gerade in der Tabelle. Ich weiß nicht, warum. Es dauert ewig zum Laden. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich guck mal, warum das jetzt nicht funktioniert. Ihr kennt schon unsere Gruppe. Wir werden in der nächsten Folge dann noch trainieren. Und ja, damit beende ich erstmal die Folge. Ich weiß nicht, warum mein Ding hängt. Oh Gott. Ah. Komm, solche Kommentare muss ich mir eigentlich sparen, ey. Es gibt auch 12-Jährige, die hier zuschauen. Naja, gut. Ich würde sagen, damit ist diese Folge beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und in der nächsten Folge geht es dann in die Champions League gegen ZSKA Moskau. Das erste Spiel in der Champions League. Ich hoffe, wir werden da nicht verkacken. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao. Just let me off. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me off. Fuck all that shit, just let me go.